Brigitte Göller und David Dirler, beide aus Kastelruth, sind die besten Südtiroler Handmäher 2013. Mit dem schnellsten und saubersten Schnitt im Handmähen haben sie am Sonntag in Föhrern die Konkurrenz hinter sich gelassen. Die beiden Topmäher hatten es dabei alles andere als leicht. Mit 56 Konkurrenten mussten sie sich im wahrsten Sinne des Wortes in einem Hundertstel-Krimi durchsetzen. Zum Landesentscheid geladen hatte die Südtiroler Bauernjugend. Ja, die Bauernjugend hat in ihrem Leitbild auch drinnen Brauchtum hegen und pflegen. Und ich glaube, dass es Mahnens, Handmahnen ein Brauchtum ist, das was wir auch weitergeben müssen. Früher hat man das ja noch auf jeden Hof gemacht, bevor die Maschinen gekommen sind, einfach um die Heuernte, Grummeternte zu machen, zu mahnen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das in der heutigen Generation oder in die heutigen Leute auch weitergeben. 6 Juroren und ein Oberschiedsrichter schaut mit wachsamen Augen auf die flachgelegte Wiese, allem voran auf Schnelligkeit und saubere Ausführung. In Föhrern qualifizierten sich zudem die 15 Athletinnen und Athleten, die Südtirol bei der Europameisterschaft im Handmähen vertreten werden. Diese findet im September in Doblach statt.